Herrlich. Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Grocery Store und heute Außenlager. Alter, geil. Meine Frau tut mir richtig leid. Mega, also unscheiße, ey. Und dabei haben wir schon ausgebaut. Es sind schon neue Regale da teilweise. Aber trotzdem, ich glaube wirklich, also ich hätte auch keine Ahnung, wie ich das noch so. Ich glaube, bei mir wird es alleine noch schlimmer aussehen. Wie wir gerade besprochen hatten, man braucht eigentlich mehr Unterstützung hier von Seiten der KI. Die Entwickler sollten zusehen, dass hier ein Zwei-Schichtsystem oder Bereichssystem ist mit Arbeitern. Arbeitern, die hier nur tätig sind, welche zum Beispiel den LKW entladen und hier in die Regale einräumen, leere Kartons entsorgen. Dann die anderen, wo hier abgreifen kommen und die Sachen befüllen und je nachdem an die Kasse gehen. Ja? Das wäre vorteilhaft, weil du bist gezwungen, mit anderen Spielern zu spielen. Wie Dante schon sagte, ja, das war bestimmt der Hintergedanke, aber wir sind schon zu dritt. Aber selbst zu viert würden wir hier jetzt gerade nicht besser dastehen. Ja, selbst, nimm da jetzt mal das Beispiel beim Supermarkt Together. Mhm. Ist da jetzt quasi dasselbe Spielprinzip, aber was ist denn hier zum Beispiel das Deck? Wie viele Spieler kannst du nicht einladen? 4 maximal. Du kannst maximal zu viert. Ja, und dann wird das echt trotzdem ein Krampf, ohne Scheiß. Hm. Ach, schon wieder die Kasse da hinten. Ah, du bist schon dran, okay. Hab ich schon. Und ihr steht jetzt einfach da, wartet mal. Nee, die machen Pause, lass sie jetzt. Okay. Ich hab geguckt, ich kann es hier sehen. Ja, die haben jetzt alle schon wieder rumgepaced gerade. Also ich kann euch versichern, das hier ist jetzt besonders für meine Frau nicht sehr entspannend. Aber ohne meine Frau würden wir hier richtig, und da bin ich ehrlich, abkacken. Aber voll. Wenn wir so viel Toilettenpapier, das kannst du ja auch nicht glauben. Wenn wir zwei Dödel hier rumgucken würden alleine, wir würden ohne meine Frau abkacken. Wir hätten gar keine Lagerregale, das würde immer so aussehen. Wir hätten überhaupt keine, es wären überall nur 3 Milliarden Kartons. Ja. Das wäre ja einfacher. Weißt du, wie bei Onkel Dagobert im Geldspeicher, aber nur Kartons. So, oh, ich bringe einen. Hui. Ja, genau. Hui. So. Bestellung. So. Ich teile die mal wieder ein. Ne? Ja, gute Idee. Also. An dieser Stelle nochmal ein großes Lob und Dank an meine Frau Käppchenzock. Ja, mega Lob. Bist du zu blöde, ey? Du wolltest jetzt Eber Creme und Alter, dann machst du die Kasse kaputt, Alter. Ich würd echt sagen, wenn mal Kohle übrig ist, noch mindestens eine Self-Checkout-Kasse bitte. Ja. Aber du, das ist kein Flachs, was ich gesagt habe mit dem Mikro. Du hast ab und zu so ein Knistern drin. Das habe ich auch schon gehört, ja. Ich muss mal gucken, was das ist. Ich tippe mal Kabel. Vielleicht ist das Kabel nicht richtig drin, oder? Hm. Mal gucken. Weil es ist mir auch schon aufgefallen, wenn ich manche Folgen geschnitten habe, dass das unangenehm hat. Was ist das? Ich kann dir sagen, was das ist, deine Stimme. Auch kann sein. Nein, Spaß, alles gut. Ihr Lieben, ihr wisst, Dante und ich, wir machen gerne Spaß. Ja, und er mobbt mich gern. Nein, ich mobbe nur mit deiner Kleidung den Boden. Oh, du Assi. Und im Weg steht. Ja. Ja, denkst du, deine Unterwäsche ist von Natura braun? So, ich würde dann, ich verkaufe euch die Anteile. Hui! Hui! Kommt aber immer nur mehr rein. Achso, ja, das kommt jetzt noch. Okay. Oh, Sandsturm am Tag. Das ist ja was ganz Seltenes. Das sieht geil aus. Oder? Erinnert mich ein bisschen an Occupy Mars. Mir gefällt das Gewitter immer noch besser. Das was? Das Gewitter. Mm, auf jeden Fall. Immer noch besser. Auf jeden. Hurra! Ihr Lieben!
Ja, langsam wird's anstrengend. Ja, nimm doch. Wie gesagt, müsste kommen. Ich habe ja bestimmt insgesamt, glaube ich, so 20 Trucks bestellt. Na, schmeiß rein. Das ist eine Einladung hier. Warum sind die Dings hier vorne? Die haben hier hinten. Haben wir noch Wassermelonen? Ich glaube, ich habe welche bestellt, aber das wird dann dauern. Ich habe noch eine Kiste hier. So, es macht Bibbel-Libbel am Handy. Einer meiner Brüder natürlich. Jetzt ist irgendwie kein Ende. Oh nein. Wir sind jetzt bald bei einer halben Folge. Und einfach nur ein ausladen. Ja, ladet ein. Genau, von einem zum anderen Haufen. Erstmal. Größtenteils. Wir gucken uns das demnächst bei den Ludolfs ab. Das Haufensystem. Haufensystem, ja. Legendär, episch. Ja. Den Anfang haben wir ja schon. Ja, hier, das ist der Haufen. Ja, viel Spaß. Weiß doch, dass das mehr rechts lag. Machen Sie hin, Sir. Die kommen mir auch so kaufunfreudig vor, kann das sein? Mhm. Ja, ich glaube, einer muss wirklich an der Kasse sitzen. Also bräuchtest du ja theoretisch doch schon vier, mindestens vier. Ja. So. Mal gucken. Guten alten Zwiebeln. Geile Kombi mit den Orangen. Okay, jetzt kommst du auch mal angewackelt hier, ey. Hockst du an der Kasse? Ja, ja. Ja. Ja, vielleicht haben wir bloß zu wenig Kassenauswahl. Weißt du, wenn wir bloß drei Self-Checkouts haben? Musst du wirklich bloß aufstocken einfach. Was war das hier? Ach, die Corn-Dance-Poster. Dann würde ich mir eh mal wünschen, dass sie mit Karte bezahlen. Was machen sie? Haben alle Bargeld einstecken. Mhm. Ja, da hast du manchmal einen Lauf. Entweder machen sie dann hier 10 Minuten am Stück Bargeld oder Karte. Ne? Oder dann mal kurz unterbrechen für einen einzigen kleinen Pfennigartikel. Angus. Sehr schön. Weiß. Aber das ist ärgerlich, dass die hier nicht vom Boden aufheben und die Regale einsortieren. Das ist. Ja, das stimmt. Low. In case that I strongly doubt if the developers are watching, it would be really awesome that you have two different kind of employees. Some who are only working here and some only here in the storage area. That they are
unloading the truck, putting everything here in the shelves, taking the cardboards away, and the other ones only taking out of the shelves and refilling and going to the cashier area. It would be a lot more fun. So, musste mal gesagt werden. And very easier. Ich habe aber schon mal erlebt, und da musste ich schon schmunzeln, dass trotzdem Developer, obwohl so, ob man so ein kleines Lichtchen auf YouTube ist, trotzdem mal bei einem vorbeischauen. Das macht dann Freude. Ich glaube, das muss ja ohne Stresen. Bitte? Weil meistens geben sich die Kleinen, so wie wir ja halt, also ich fühle mich jetzt echt groß oder so, geben sich ja auch noch ein bisschen mehr Mühe und gehen mehr auf das Spiel ein. Ja, ja. Ist auf jeden das Fall. Ist dann, das ist dann schon das, was mehr berücksichtigt wird. Und hier das Spiel, das ist einfach nur geil, finde ich. Ja. Da, damals angefixt wurde ich von Supermarket Simulator, ne? Hat richtig viel Spaß gemacht. Bis dann der Bug da war durch die Mods. Egal. Und dann kam das hier. Und da habe ich gedacht, boah, nee, das ist noch geiler. Das muss ich sagen, ja, 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 ja. Ja. Richtig fun. Das verdanke ich alles dem Dante. Er hat angefangen zu zocken und mich hier süchtig gemacht hier nach dem Spiel. Er hat gehofft, er hat es vergessen, aber anscheinend nicht. Niemals. So, LKW, mach hinne. Boah, ich habe so viel Stuff bestellt. Wir sind, glaube ich, gerade erst bei der Hälfte. Nicht schlimm. Ich heule. Ja! Dachte gerade noch, ist nicht schlimm. Ich heule. Okay, Entschuldigung, ich nehme alles. War das nicht dein Traum, in mexikanischen Reis reinzuspringen und zu baden? Yippie! Ich habe die Burger gerade in der Hand. Geil. Fleisch ist Lust. Dann eher sowas, genau, dann eher sowas. Du weißt, wie du mich kriegst. Apropos, man müsste mal hier Tiefkühl auffüllen. Tiefkühle. Ja, wo haben wir es denn? Welche Ecke vom Haufen liegt es denn? Ja, hier, wo ich stehe und da mittendrin. Olivia needs a break. Needs a break. Needs. Take a break. Yes, I don't have. Thanks, boss. Take a break. Hey. A break Erbsen. Couldn't hurt. Erbsen. Erbsen. Limoneneis. Und Melonen. Ich wäre schon fast dafür, dass wir wirklich immer ein Regal pro Artikel machen. Ja, da reicht die Regale aber nicht. Derzeit, ja. Derzeit. Ja. Aber ja, das wollte ich auch dann machen. Ja, später, ja. Werden wir es sogar machen müssen. Ich vermute sogar Doppelregale. Ja. Dass wir auch sagen, so Doppelreihen. Ne? Doppelreihen? Doppelreihen. Oh. Also mit 4 werde ich jetzt gerade so hinkommen, dass wir alles unterkriegen. Erstmal. Also ich habe bis jetzt nur die Burger. Ah, guck mal, hier sind die Nuggets. Da hast du noch Fritten, Crunchy und Fritten. So, die Peanut Butter hier, die war. Jetzt. Oh, war die? Wo hatte ich die? It's Peanut Butter Jelly Time! Peanut Butter Jelly Time! Kommen die auch noch hier durch? Da, die immer weg. Das wär's, weißt du, die NPCs können nicht arbeiten, weil der Gang hier so voll ist. Liegen darunter beerdigt. Na. Rot ist alle. Was wäre jetzt das für Scheiße! Boah, komplett alle. Scheiße. Ich glaube gut, dass du es gesagt hast. Okay, hatte ich den schon notiert?
vorne, oder? Jürgen, hab keine Kraft mehr. Klatsch. Good to see you, boss. Let's make it a great day. Aber noch keinen ganzen Tag hier, oder? Tja. Einfach working here is a blessing. Hier, du siehst das Blessing mitten im, im Gang. Ah, hast du geguckt gerade, lol. Dein Ernst, ja. Bitte. Ich hätte das hier eigentlich... Das ist rot. Bernd? Bist du's? Hallo. Dante. Ah, Knacks, Knacks, Knacks. Das war mein Finger, der knackste. Okay. Sag ich auch gerade. Das letzte Mal war es, als er brach. Oder nachdem er gebrochen war. Schön, prima, wundervoll. Nee, scheint aber alles gut zu sein. Kann noch in jede Richtung bewegen. Kein Spaß. Wieder neu. So, das Brot machen wir jetzt. Kann einer mal hier diese blauen Donuts wegholen, bitte? Die Donuts! Ja, die habe ich ja hier schon. Nein, hier am Boden. Halt die stören. Die sind böse, die sind furchtbar. Furchtbar? Das ist aus dem Türkis, Alter. Ja, sagte ich ja. Erst blau, dann Türkis. Ich lerne aus Fehlern. Meistens. Wo ist sie? Was? Jo. Kein Brot mehr? Doch. Hier am Haufen irgendwo. Ja, schön. Such es. Ich sehe es nicht. Hier, ich habe noch ein Brot hier schon einsortiert. Guck mal. Da, da hast du Brot. Hier, hol. Oder? Es waren vier oder fünf Brot. Ich komme gleich wieder, oder? Ich wollte dieses Regal eigentlich jetzt nur. Was mache ich jetzt auch? Was mache ich jetzt? I'm all in. Hey, du bist nicht beim Poker, Junge. Da wäre jetzt wirklich lieber. Ach, danke. Wieder mehr Regale. Sehr schön. Yep. Ich denke doch an mein Freundchen. Das Regal, Moment, da, nee, das, nee, halt, doch, das Regal hier, das wollte ich komplett mit Backwaren machen. Mach doch. Ja, das heißt, ich muss hier alles jetzt ein bisschen... Kannst du gerne machen. Haben wir noch diese Himbeertorts? Diese Himbeerboom-Tarts. Nein. So, ich mache auch den Live heute. Weg. Kein Bock mehr. Okay. Kann ich nachvollziehen. Schön. Nachdem du jetzt oft bist im Live, kriege ich Empfehlungen von TikTok von Frauen, die ein bisschen leicht bekleidet sind. Vielen Dank. Oh, schön. Das ist sehr geil. Warte, ich guck mir mal den Live an. Das ist TikTok. So, hier. Ja, Dante, guck mal, was da jetzt im Flur liegt. Also, da. So, und hier. Auch mal anders hin. Und da. Und hier. Und hast du schon die andere Kasse überhaupt gesehen? Die ist dir die ganze Zeit noch gar nicht aufgefallen, oder? Nee, aber es ist schön, dass endlich mal noch eine vierte da steht. Aber jetzt läuft sie mit der Kohle. Yeah. Wo haben wir denn das ganze Backkram? Baklava. Ja, irgendwo hier durch mal. Musel, ja.
Da ist was. Das es wird meistens immer gleich wieder aufgefüllt. Und deswegen kann ich das jetzt auch nicht wirklich. So, alles gut. Ja. Dann räum mal auf, du Faulpelz. Erbsen hatte ich doch auch hier schon. Boah, da hat wieder alles verschoben worden. Da muss ich mich wieder orientieren. Genau, hier ist die Hase. Das ist die Schokokrille. Also das Spiel hier ist quasi das Satisfactory des Supermarkts. Mindestens, ey, das ist ja Wahnsinn. So, guck mal. Schatz, hier hast du auch neue Regale. Ja, das mache ich. Hier mache ich das ganze gefrorene Kram jetzt rein. Okay. Large. Ich krieg gar nichts mehr mit, was jetzt vorne abgeht, weil ich nur noch stabil hinten bin. Ja, ich auch. Ich war bis jetzt. Guck mal, ohne Scheiße. Eine Folge. Übrigens, wir sind am Ende. Dante, Zwinker Smiley. Eine ganze Folge nur am Entladen, ihr am Beladen und am. Krass. So, ich muss mal den anderen Frauen ein bisschen nachlaufen, um hier auf andere Gedanken zu kommen. Nimmst du mich mit? Ja, sie nickt. Sie sagt ja, sie will mich mitnehmen. Okay, steig ein. Tschüss! Ohne Worte. So, ja, ich würde dir gerne helfen hier beim Einräumen, aber ich will dir kein Chaos verursachen. Also ein größeres als jetzt schon, wenn das überhaupt noch möglich ist. Chaos. Ich weiß nicht mehr, wie ich hier jetzt irgendwas... Ich hab Cracker, wohin soll ich die... Ja, wenn die... Ja, ganz vorne sind die irgendwo. Wenn er nachgefüllt werden muss, mach gerne, aber... Oh? Da sind nochmal Bürgerchen. Zack. Cracker! Tada. Hier vorne. Ich kapituliere. Jetzt schön. Ja. Ich bin nur im Weg und mach Murks. Aber nichtsdestotrotz, Chef Fedante. Fühl ich mich schon etwas deiner eigenen Spucke gerade verschlucken. Oh je. So, Chef Fedante. Das ist ja eklig. Ja, besser als. Ja. Besser als hier die Reste aus den Flaschen zu trinken hier. Weißt du, wo die anderen austrinken, noch extra so ihren Speichel reinfließen lassen. Oder die Kiddies, wo es Spaß machen, reinpissen. Jetzt noch so, jetzt noch so abmoderieren, danke. Das war mein Plan. Nee, ich will einfach hier so ein Auto haben und dann tschüss. Fahre ich mit meiner Frau und meinen Kindern ab nach Skandinavien, in ein schönes Land. Schweden übrigens. Und gut ist. Nee, aber komm, Chef Dante kann abmoderieren. Auf 3, auf 2, auf 1. Mit denen jetzt, warum gehen die raus? Ja. Die Angestellten. Weil die jetzt gleich abgeholt werden. Achso. Schneller. Hier kommen sie holen. Hier, guck mal, dein Bus aus The Long Drive kommt. Nee, meiner sieht besser aus. So sah er meiner vorher aus. Ohne Paletten. Meiner ist ein Wohnbus. Oder wie hat einer geschrieben? Der sieht schon aus wie Peter Lustigs Baumarkt. Ja, habe ich auch gelesen. Das war so geil. Und ich bin noch nicht fertig. So, aber nichtsdestotrotz, ihr seht, das Chaos ist immer noch nicht kleiner geworden. Also ich muss sagen, Käppchen, Hut ab vor deinem Durchhaltevermögen. Ich wäre ja schon dreimal kapituliert. Ich hätte alle Regale rausgeschmissen und die Kisten nur noch in der Ecken gefeuert. Also ohne Scheiß. Also in dem Sinne, danke dir. Ja, gerne. Danke, Nobody, für deine humoristischen Einlagen und für deinen Ausladeeifer. Nicht dafür, gerne immer wieder, Chefe.
Und danke natürlich an euch fürs Durchhalten, fürs Dabeibleiben und fürs Zuschauen. Danke. Wenn es euch denn gefallen haben sollte, könnt ihr ja gerne ein Abo dalassen, sofern ihr es noch nicht getan habt. Wenn? Es muss? Hallo. Keine Pflichtveranstaltung. Ja. Hast du doch eben gesagt. Nein, hab ich nicht. Ach, okay, wir sind ja live. Wir müssen das abschreiten, stimmt. Dann bitte noch das Glöckchen aktivieren, Däumchen, Kommentare. Würden wir uns sehr drüber freuen. Yippie! Er macht mich fertig. Der macht mich einfach fertig. Limoneneis! Ich hasse dich. Mua. Danke fürs Zuschauen. Kuss in den Nacken. 2.0. Alter, den wollte ich bringen, du Arsch. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.